Heute ist ein ganz besonderer Tag für Familie Schülke. Die beiden Kinder, Henning und Clarissa, haben Geburtstag. Die Eltern der Kinder freuen sich auf den Tag, sind jedoch auch etwas besorgt. Ja, unsere Kinder haben tatsächlich am selben Tag Geburtstag. Es sind aber keine Zwillinge. Genau, es sind keine Zwillinge, es ist ein reiner Zufall. Wir freuen uns auch auf diesen Tag, den Geburtstag, aber es ist doch immer mit sehr viel Stress verbunden. Ja, das kann man sagen. Am frühen Nachmittag kommen die Kinder von der Schule. Obwohl beide die gleiche Schule besuchen, bestreiten sie den Schulweg nicht gemeinsam. Clarissa geht mir immer richtig auf die Eier, weil sie redet immer über BTS und ich mag die Japaner nicht. Und sie stinkt auch manchmal nach Mädchenspeisen, das mag ich nicht riechen. Auch der BTS-Fan Clarissa hat kein Interesse an ihrem Bruder. Nach der Geburt hat der Dr. Henning ein bisschen zu oft auf den Kopf runterfallen lassen, deswegen hat er jetzt ein bisschen Aua Aua. Es gibt ein koreanisches Sprichwort von BTS, das heißt Okay, und was heißt das? Weiß ich nicht, so gut ist mein Koreanisch noch nicht. Und dann ist es endlich soweit. Die beiden Geburtstagskinder kommen zu Hause an. Britta, Sie kommen. Britta, Sie kommen. Hast du die Kerzen angemacht? So, jetzt. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, Britta. Denn ihr strahlt ja selber wie der Sonnenschein, Britta. Ich will nicht singen, Norbert. Heute ist euer Geburtstag, darum feiern wir, Britta. Nee. Alle eure Freunde freuen sich mit euch, Britta. Clarissa hat aber gar keine Freunde. Henning, dein Vater singt für dich, hör bitte zu. Wie schön, dass ihr geboren seid, wir hätten denn euch sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren euch, Geburtstagskinder. Alles Gute und alles Liebe zum Geburtstag, lieber Henning, liebe Clarissa. Von mir auch. Alles Gute zum Geburtstag. Bleibt gesund, bleibt so, wie ihr seid. Bleibt so, wie ihr seid. Ich denke nicht, dass wir das bestärken. Also Britta. Selbst der Psychologe sagt, sie soll nicht so bleiben. Heute ist aber der Geburtstag unserer Kinder und da wollen wir mal nicht so viel meckern heute. Ich habe das eben mal ganz schnell durchgezählt und mir ist auch gefallen, dass Henning ein Geschenk mehr hat als ich. Wir wussten, dass diese Frage kommt. Natürlich, weil das kann ja auch nicht angehen. Es ist so, du hast 3 Geschenke, davon war 1 sehr, sehr teuer und der Henning hat 4 Geschenke, die waren alle in der Masse etwas günstiger, ja? Klar. Ich krieg wieder die Billo-Sachen. Setzt euch doch erst einmal hin, meine Lieben. 1, 2, 3. Ich wollte noch fragen, ob ich am Wochenende vielleicht meinen Geburtstag nachfeiern darf. Das ist leider schlecht, weil da kommt schon mein BTS-Fanclub hierher. Du hast was? Ja, ich hatte den BTS-Fanclub aus München eingeladen. Vielleicht besprichst du sowas mal vorher mit uns. Wieso? Ihr hättet Nein gesagt. Clarissa, ich... Wir wollen doch jetzt erstmal die Geschenke auspacken, nicht wahr? 78 Leute sind im BTS-Fanclub aus München. Leider geht es ihm finanziell gerade nicht so gut, deswegen habe ich die Zoo-Tickets erstmal bezahlt. Aber sie haben mir hoch und heilig versprochen, dass sie die 8.326 Euro wieder zurückbezahlen. Das sind pro Person 106,75 €. Also, damit es nicht so ein Chaos gibt wie im letzten Jahr, möchte ich, dass jeder einzeln sein Geschenk auspackt, ja? Ich fange an. Nee, ich fange an. Wir würden gerne ein Geschenk... Genau, ein Geschenk würden wir gerne vorziehen, und zwar für Henning. Natürlich, Henning kriegt wieder als erstes ein Geschenk. Du hast dir ja einen Kuchen gewünscht und schau mal, hier haben wir einen Kuchen für dich. Bitte schön, mein Schatz. Danke, eine Hatschte, we never die Torte. Ich stelle es mal hier hin. Danke, Mama, danke, Papa. Henning bekommt als erstes ein Geschenk. Henning bekommt ein Geschenk mehr. Jetzt bist du dran, Clarissa. Jetzt darfst du bitte ein... BTS-Armbänder, cool. Ich mach noch eins auf. Clarissa, jetzt ist dein Bruder dran. Clarissa. Ein BTS-Rucksack. Ich mach noch eins auf. Ey! Clarissa, einer nach dem anderen. Dein Bruder ist jetzt dran. Henning, bitte mach langsam. Lasst euch doch Zeit, Kinder. Geil, eine Hardstyle Will Never Die CD. Ich mach noch eins auf. Ich mach auch noch eins auf. Ich hab's dir doch gesagt, Norbert. Die zwei sind zu dumm zum Kacken. Britta! Ist doch so, Norbert. Ein BTS-Mundschutz! Der neue MX-Fader mit integriertem Bassboom-Soundsystem! Das Ding ist viel teurer als ich, was ich zusammenbekommen habe! Weil Mama und Papa mich mehr mögen als dich? Gar nicht! Schluss jetzt! Kinder, es reicht! Beruhigt euch jetzt bitte! Aber es stimmt, Henning. Momentan mögen wir dich zu 70% ein bisschen mehr als Clarissa. Britta! Ist doch so, Norbert. Hauptsache, sorgt dafür, dass ich sympathisch bin! Hartstein war niemals weg oder tot! Hartstein war immer
Clarissa, bin ich hier, du Arschgesicht! Frisst deine leckere Hartzeit-Torte mal schön auf! Mmh, die schmeckt lecker, hä? Schmeckt sie gut, hä? Schmeckt sie gut, hä? Clarissa, es reicht! Das ist nicht unser Niveau! Warte noch kurz, David. Ganz, ganz kurz nur noch, ja? Schön rein in die Fresse mit dem Kackchen hier! Wir haben gehofft, dass es dieses Jahr nicht so eskalieren wird wie letztes Jahr. Aber insgeheim wussten wir wahrscheinlich, dass unsere Kinder sich wie Arschgeburten verhalten. Den Begriff Arschgeburten würde ich jetzt nicht verwenden, aber... Aber er passt. Ja, er passt. Wir geben uns so viel Mühe, euch einen schönen Geburtstag zu machen. Und ihr zwei benehmt euch wie die letzten... Drecksgörn. Es tut mir auch leid, aber ich habe heute wieder was gelernt. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wir lieber hätten verhüten sollen. Britta! Oder ins Heim geben. Die Option steht immer noch, Norbert. Clarissa hat mich gerade versucht zu töten und sie kriegt nicht mehr Ärger? Sei ruhig und frisst deine Torte. Frisst du deine gebratenen koreanischen Nudeln, du BTS-Bitch? Die BTS-Army wird dich umbringen! Clarissa hat über 8000 Euro für Zugtickets ausgegeben. Von eurem Konto über 8000 Euro. Woher weißt du das? Hat dein Interview eben belauscht. Ich hasse dich und ich hasse dich und ich hasse dich! Und ich hasse dich, dich und dich! Geburtstagsüberraschung! Abgesagt, bitte fahren Sie nach Hause, ich überweise Ihnen Ihr Geld. Oh, ist hier etwa eine schlechte, puppechte Stimmung? Verpiss dich bitte. Na gut, Clowny-Clown geht wieder nach Hause! Arschloch! Nutte! Scheiß Geburtstag. Weihnachten wird besser. Nein,